Einatmen und ausatmen. Zur Mitte. Auch hier ist es wieder genau das Gleiche. Wir machen das gleich noch im Flur, aber ich möchte euch erklären, was der Sinn an diesen ganzen Dingen ist. Wenn ich hier zur Seite gehe, das ist Einatmen und meine Lungen sind voll mit Atem. Und ich möchte mich hier von hier aus zur Seite bewegen. Dann geht das nicht, weil ich ganz voll bin, wie so eine Wurstbälle. Also mehr ist hier eigentlich nicht möglich. Also nutze ich meinen Atem, indem ich bewusst in dem unteren Bereich ausatme. Bewegt sich mein Oberkörper. Und ich versuche weiter auszuatmen. Durch das Ausatmen sinke ich tiefer. Wenn ich noch weiter ausatme, gehe ich noch weiter runter. Gut, und wenn Katja mich hier an dem Punkt hier oben festhält und ich will hier physisch raus, ist das unmöglich für mich. Ich habe da gar keine Chance, irgendwie rauszukommen. Meine Muskeln würden sofort verspannen. Aber wenn ich meine Atemenergie nutze, ausatmen, und ich nutze meine Einatemenergie, nicht die physische Kraft, nur die Kraft der Energie des Atems, hat das wunderbare Effekte. Andere Seite, ausatmen, einatmen, nur an Atem denken. Und beenden. Gut. Also, ihr seht, Atem bringt ja auf eine ganz spezielle Art und Weise Energie. Und zusätzlich trainiert ihr euren Körper, damit ihr weich und flexibel werdet, damit diese Energie frei fließen kann. Und das ist ein Aspekt von den daoistischen Bewegungskünsten. Das ist der Hauptpunkt, den wir im Dao-Yoga kreieren. Mit der Einatmung Gewicht verlagern, das linke Bein rausschieben, Arme öffnen, einatmen und aus. Einatmen, Oberkörper aufrichten. Gewicht verlagern. Ausatmen. Ein. Gewicht verlagern. Und aus. Wenn der Atemzyklus zu lang ist für euch, atmet ruhig zwischen. Wichtig ist, dass er nicht in Stress kommt. Einatmen und ausatmen. Und lächeln. Einatmen und Fuß beiziehen.